Hallo und herzlich willkommen hier zu The Walking Dead. Wir stellen hier jetzt mal die Verbindung her. Ich würde einfach mal. Es zockt momentan die Let's Play, zocken The Walking Dead Episode 2. Habe ich gedacht, okay. Zockst du The Walking Dead auch mal? Aber ich habe nicht gedacht, zockst du nicht die Episode 2, sondern machst du erstmal den ersten. Weil ich finde, so manche, die zocken einfach den zweiten Teil, finde ich ein bisschen blöd. Ich will den Anfang schon wissen. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Spiel und gucken, wie sich die ganze Geschichte so anhört, anspielt, wie die ausschaut. Weil ein einziger Anzeigenmodus. Deaktiviert Tipps. Nein, wir machen Standard. Ein neuer Tag. Hunger und Hilfe. Spielen wir. Kann man da einfach Episode 2 spielen? Ist ja komisch. Okay. Spielen wir jetzt erstmal Episode 1, würde ich sagen. Mal gucken. Wahrscheinlich kommt hier jetzt erstmal ein Monolog oder ein Dialog. Oh, es passt sich an mir. Also das heißt, jede Entscheidung, die ich mache, die wirkt sich auf das nächstfolgende Szenario aus. Szenario. The Walking Dead. Ja, es ist nur eine kleine Einführung. Ich mache es natürlich als Let's Play, aber das soll es hier jetzt nur mal erst eine kleine Einführung sein. Well, Es I soll nur eine reckon kleine you didn't Einführung do it sein. then. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Every time? Every time. Jetzt können wir hier schauen. Ah, ich glaube, eine kleine Verzögerung ist jetzt in der Sprachaufnahme drin. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wahrscheinlich bleibt es einfach so. Es soll eine kleine Einführung sein. Ich mache es natürlich als Let's Play. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen, aber dann wurde ich natürlich zwischendrin noch unterbrochen. Natürlich wollte ich da unter. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. I got a nephew Okay, up ja. at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? I got much choice? Sure don't.
Regardless, could be you just married the wrong woman. Heftige Geschichte, oder? Ah, ich hoffe, du redest jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, es ist eine kleine Einführung. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Faktor Lecce, man. Ist das, was war das jetzt? Genau, was ich sagen wollte, bevor ich jetzt hier gleich sterbe, das ist jetzt eine kleine Einführung. Ich wollte es als Let's Play machen, aber ich wollte es einfach nur mal zeigen. Ich habe jetzt noch ein anderes Projekt, das kommt nach A Strange Act 1, aber ich finde es einfach so geil und weil es jetzt jeder zockt, beziehungsweise mit der jeder jetzt, The Walking Dead zockt, beziehungsweise Episode 2, hab ich einfach mal gedacht. Mach ich mal das erste, oder? Officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Damn it. Ja, ja. Schöne Geschichte. Ich werde es einfach nur anspielen. Ich will euch mal zeigen, was euch erwartet. Und ich bin so gespannt drauf, das gibt's gar nicht. I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Wie mache ich das? Bewege dich mit der W-Taste. Ach so. Ach so. Okay. Alter, das ist eine heftige Geschichte. Alter. That doesn't look good. Ich muss aber dazu sagen, ich zock das blind. Ich habe es auch noch nicht bei anderen Let's Playern angeguckt.
extra. Officer? God damn. Officer? God damn. Okay. Alter, das ist bestimmt das ist gleich ein Zombie, ey. Oh, er schnappt nach uns. Bestimmt, da wette ich mit dir. Oh, dann. Ja, okay, doch nicht. Eigentlich cool gemacht, muss man einfach sagen. Officer. Holy shit! What in the hell? What the fuck are you? What happened? What happened? What get away from me! What happened? Fuck! Schnapp dir das! Schnapp dir das und schmeiß das! Was mache ich? Was mache ich? Na, ich will den nicht anschauen. Da! Klaro, Mann, das ist eine Patrone. Oh, das war nichts. Das war nichts. Ah, nein! Was mache ich? Ich war zu langsam. Er tut, er tut. Okay, nochmal. Da war ich ein bisschen zu langsam, beziehungsweise ein bisschen zu schnell. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Lauf nach hinten, lauf nach hinten. So. So. So, jetzt nehmen wir die Pistole. Just stop. Don't make me do this. Okay, einen schönen Headshot verpasst. Naja, schade um den Herr Officer, beziehungsweise um den Officer. 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 Ja, eine schöne Geschichte hier. Skin's all rotten, he smells like shit. What the hell is this? Are you dead? Hey! Are you dead? Help! Go get someone! There's been a shooting! Das ist doch Valentine, oder nicht? Oh. Ah ja. Ich laufe auch fast so, ja. Oh mein Gott. Lauf doch zu! Lauf doch zu, lauf doch zu, lauf doch zu! Ja, das ist quasi Let's Play Part 1. Ich mach das einfach mal als Let's Play, aber es soll nur ein kleiner Einblick sein. Wie gesagt, alles klar. Aber ich find's einfach geil und ich will jetzt auch die Situation ist, wenn jeder jetzt The Walking Dead zockt, dann muss ich das natürlich auch mal eigentlich anspielen. Man muss da ein bisschen so den Markt ausnutzen, wenn man das so sagen kann. Also ich find's bis jetzt richtig geil. Es macht richtig geil. Anybody?
Lauf dahin, wir untersuchen das. Teaser. One of those teacups with some bourbon, if I could. Okay. Können wir da jetzt die Kamera drehen? Nicht, oder? Help! Okay. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Okay. Müssen wir schon nach da hinten laufen? Ich weiß es ja nicht. Nee, das soll es glaube ich nicht sein. Somebody. Ach, da. Okay. Yell if you can hear me. I wonder if anybody's home. I wonder if anybody's home. Wie komme ich da jetzt hoch? Ach, da ist eine Treppe. Okay. Okay, da ist mein Zeitalarm. Ja, wir spielen noch ein bisschen. I wonder if anybody's home. Mach doch die Tür. I wonder if anybody's home. Hallo. Ich kann jetzt die Tür aufmachen. I wonder if anybody's home. Ja. I wonder if anybody's home. Wie mache ich die Tür auf? Ach so. Okay, natürlich. Ich hatte keine Man muss sich quasi so ein bisschen selber. So ein bisschen selber da reinfinden in die. Aber es ist eigentlich ganz logisch. Eigentlich ganz logisch. Coming in. Don't shoot, okay? Lauf rein, du. Not an intruder, or one of them. These people might need more help than I do. Ja, ist ein bisschen verzögert. Hier machen wir mal eine kleine Pause. Beziehungsweise bis ich Strange fertig habe. Danach wird das jede Woche am Samstag kommen, 8.30 Uhr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit wünsche ich euch schon noch einen schönen Tag und tschüss und bis zum nächsten Mal.